Johanna ist eine ganz einfache junge Frau. Sie hat eine besondere Beziehung zu Gott. Sie sucht nach etwas Übersinnlichem, sie sucht nach etwas Nicht-Realem und sie hat Visionen. Das heißt, ihr erscheint regelmäßig eine Art Jungfrau, eine Art Engel, eine Art Vorbild, das ihr prophezeit, dass sie diejenige ist, die ihr Volk, das sich im Krieg befindet, zum Sieg führt. Der Vater ist eigentlich sehr konservativ. Er will für Johanna ein Leben mit Mann und Kind. Er möchte sie von diesen Visionen weghaben. Er möchte, dass sie normal ist, dass sie so ist wie alle anderen Frauen. Und er stellt sich gegen sie, er schämt sich für sie. Johanna geht am Anfang ganz konform mit ihrer Vision. Das heißt, sie hat am Anfang dieses Anliegen, wirklich auch als Kriegerin, also mit der Waffe in der Hand, für ihr Land zu kämpfen und dieses zu befreien. Und am Ende ist sie eigentlich diejenige, die sagt, wir müssen aufhören mit dem Töten, weil das Ganze führt zu immer mehr Blut. Und diese Entwicklung nimmt sie, weil sie Lionel trifft. Das ist natürlich der Kern dieser romantischen Tragödie, dass sie dem Feind begegnet. Dieser Feind ist auch kriegsmüde, dieser Feind will auch nicht mehr weiterkämpfen. Und sie empfindet durch diese Begegnung mit Lionel plötzlich so etwas wie Empathie. Sie empfindet Mitleid mit den Menschen, sie empfindet Mitleid mit dem Feind. Und ihr Problem wird, dass sie Karl, den König, damit sozusagen verlassen muss. Und dass sie sich gegen ihn stellen muss. Und Karl, das ist bei Schiller ganz anders. Und das deuten wir eher aus der Historie der Jeanne d'Arc. Karl wird immer eifersüchtiger auf Johanna, weil das Volk, die Menschen lieben diese Heilige. Am Anfang ist Johanna sogar eher eine Outsiderin dieser Dorfgemeinschaft. Und sie wird im Laufe der Zeit zum Idol. Zunächst wird sie zum Idol dieser kriegerischen Fatalität und Beharrlichkeit, dieses Idealismus. Und dann wird sie langsam zum Ideal für etwas ganz anderes, nämlich für eine Form von Mitmenschlichkeit. Sie wird so eine Art Schutzpatronin dieser Kirche, in der wir spielen. Und das passiert aber sukzessive und das passiert auch nicht nur einvernehmlich, sondern sie spaltet, genau wie die historische Jeanne d'Arc, auch diese kleine beispielhafte Gesellschaft, diesen kleinen Querschnitt an Gesellschaft, den wir hier mit dieser Dorfgemeinschaft zeigen.